Ist dir schon mal aufgefallen, sehr oft ist die Lösung von einem Problem ganz woanders als da, wo das Problem liegt. In diesem Beispiel wirst du sehen, wow, die Lösung kann wirklich ganz woanders sein. Echt wow. Und der Albert Einstein hat schon gesagt, die Lösung ist meistens ganz woanders als da, wo das Problem ist. Ja gut, dann such. Leichter gesagt als getan. Der kleine André, er ist 2 Jahre alt. Und folgendes Phänomen. Der André dreht komplett durch, er schlägt um sich, er geht auf seine eigenen kleinen Geschwister los. Er ist außer sich und im Kindergarten, die Kindergartentanten wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Und sie sagen, was machen wir denn mit dem André? Und die Mutter hat ebenfalls keinen Rat mehr, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll. Und dann sagt die Mutter das einer Freundin und die Freundin sagt, hey, ich kenne da jemand, geh da mal hin und vielleicht hilft es dir ja. Und die Mutter vom André ist da hingegangen, hat eine Sitzung gemacht und sie ist nach Hause gekommen und hat gemerkt, beim André, da tut sich was. Wow, wie geht denn das? Und dann hat sie das dem Mann erzählt, also dem Vater vom André, und der André und die Welt hätte es nicht geglaubt vorher. Dieser Mann oder dieser Vater ist dann selber zu dieser Sitzung gegangen oder hat vorher selber einen Termin gemacht, ist hingegangen und wollte jetzt einfach wissen, was ist da Sache? Kann man etwas tun? Und der Vater hat ebenfalls diese Sitzung gemacht, 1 Stunde oder 2 Stunden, ich weiß es nicht genau, und kommt nach Hause und am selben Tag ist das Problem mit dem André gelöst. Komplett gelöst. Stell dir das mal vor. Wie geht das? Das ist unglaublich. Also die Lösung war wirklich ganz woanders als da, wo das Problem ist. Folgendes Phänomen. Der André hat genau dann, wenn der Vater zur Arbeit gegangen ist, hat der André angefangen, um sich zu schlagen. Er war außer sich. Er hat komplett durchgedreht. Warum? Das konnte sich keiner erklären. Und bei dieser Sitzung, die Mutter und Vater getrennt voneinander gemacht haben, da haben sie die Familienaufstellung gemacht. Und sie haben gesehen, es wurde sichtbar, dass der Opa vom André, den hat der André nie gekannt, der Opa vom André ist eines Tages auf die Arbeit gegangen und ist nicht mehr zurückgekommen. Jetzt könnte man sagen, ja wie, was, weiß das der André? Nein, er wusste das nicht. Und hier sehen wir, manche Dinge werden sogar über Generationen weitergegeben. Eine intensive Blockade könnte man hier in diesem Fall sagen. Die Blockade wurde gelöst. Wunderbar, genial, grenzgenial, oder? Und darum wieder ein wunderbarer Beweis. Da, wo das Problem ist, ist meistens nicht die Lösung. Man muss dann weiter über den Tellerrand hinausschauen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Lösungen. Und manchmal bin ich die Lösung für Menschen, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Mann hat mich angeschrieben, der hat gesagt, hey, ich habe deine YouTube-Videos gesehen und ich weiß, ich muss mit dir arbeiten. Und wir haben miteinander gearbeitet und die Lösung war dann auch gleich da. In diesem Fall war ich der Richtige für ihn. Was will ich dir damit sagen? Wenn du ein Problem, eine schwierige Situation oder eine unglaublich große Challenge hast, wo du nicht weißt, wie das jetzt funktioniert, wie du da jetzt rauskommst oder wie du da jetzt weitergehen kannst, dann sag dir immer diesen einen Satz. Wenn der Schüler bereit ist, dann erscheint der Lehrer. Entweder es kommt von außen jemand oder du hast das Gefühl, du machst dies oder jenes. Wenn du bereit bist, dann erscheint der Lehrer oder eben die Lösung. Und in diesem Fall war es auch so, die Mutter war bereit für die Lösung, der Vater war bereit für die Lösung, der andere auch war bereit für die Lösung, vielleicht ganz unbewusst. Und dann war diese Frau genau die Richtige eben für diese Lösung. Genial, oder? Und wenn es momentan schwierig ist, wenn du momentan nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann sag dir auch ein weiteres Naturgesetz oder ruf es dir in Erinnerung. Eine Raupe wird in einem Kokon zum Schmetterling. Und dieser Kokon, der ist nicht lustig. Da entsteht Druck.
Allerdings, ein Diamant ist ebenfalls Kohlenstoff unter Druck. Das ist ein Diamant. So entsteht ein Diamant. Und du bist ebenfalls ein Diamant. Und wenn du momentan unter Druck stehst, dann ist es vielleicht dieser Reifeprozess, den es jetzt braucht, um dann zu fliegen. Wie ein wunderschöner Schmetterling. Du bist ein Schmetterling oder du bist ein Diamant, wie du magst. Die Lösung ist meist ganz woanders als eben das Problem. Es braucht oft einen Reifeprozess und es braucht das ganz klare Wissen, wenn der Schüler bereit ist, dann erscheint der Lehrer. Dann geht es eine Stufe weiter. Wer immer das ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns auf jeden Fall, ich hoffe, beim nächsten Video. Bis bald. Servus. Mach's gut.